Moin, ihr Lieben, was geht? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Story-Video. Heute geht's um die Imported Story, wo es wieder ein echt geiles Auto zu gewinnen gibt. Was heißt wieder? So oft waren die Autos in den Stories jetzt noch nicht so geil. Aber dieses Mal scheint es sich zumindest optisch echt zu lohnen. Okay, meine Lieben, wir machen das so wie immer. Ich drücke jetzt gleich drauf und dann starte ich in dem Moment die Stoppuhr, die oben links in der Ecke auftaucht, damit ihr seht, wie weit ich bin. Da das eine lange Story ist, wird es länger als eine Stunde dauern. Gegen Ende wird es also einmal quasi wieder auf Null springen. Dann wisst ihr, es ist eine Stunde vergangen. Die Fahrteile schneide ich euch wie immer raus. Es gibt zwei Arten, wie ihr diese Videos gucken könnt. Erstens, ihr guckt sie, bevor ihr die Story macht, beziehungsweise währenddessen und guckt euch quasi an, wo ihr hinfahren müsst. Einfach nur, um es euch leichter zu machen. Die zweite ist, ihr startet eure eigene Stoppuhr, quasi, fahrt das ganze Ding und guckt dann am Ende im Vergleich mal, wie lange ich gebraucht habe oder wie lange ihr im Vergleich zu mir gebraucht habt, ohne euch das Ganze vorher anzugucken. In dem Fall schreibt gerne mal in die Kommentare, wie schnell oder langsam ihr wart. Ich wünsche euch viel Spaß und wir drücken auf Start in 3, 2, 1. Ab dafür. Ab dem Moment. Schönes Intro-Video. Gefällt mir. Okay, Schritt 1. Wir müssen uns beeilen. Haus auf dem Hügel. Mutter und ich wohnten in einem Haus auf einem Hügel. Super billig. Super laut. Gegenüber der Laguna Seca-Rennstrecke. Sie wollte etwas Besseres. Ich liebte den Krach und die Autos, aber ich hatte das Gefühl, dass die Rennstrecke nichts für ein junges amerikanisches Mädchen mit asiatischen Wurzeln ist. Okay, das heißt, wir suchen nach dem Haus auf dem Hügel vor dem Mazda Raceway Laguna Seca zwischen San Francisco und LA. Und von da aus sehen wir mehrere kleine Häuser, Offroad-Bereich und die Strecke im Hintergrund plus ein Hügel mit Windrädern oben rechts und eine Stadt oben links. Kriegen wir hin. Das ist, sollte easy sein. Zumindest der erste Schritt noch. Gucken's wir mal. Im Übrigen, wenn ihr das hier alles mitmacht, ihr müsst schon auch die Texte lesen. Ne? Also es macht keinen Sinn, wenn ihr nur fahrt und die ganzen Texte nicht lest, dann habt ihr einen unfairen Vorteil mir gegenüber. Nein, Spaß, macht das Ganze, wie ihr möchtet, wenn ihr keinen Bock auf die Texte habt. Das ist das vollkommen okay. Okay, Moment, wir müssen ja von einem Hügel aus auf die Strecke gucken, von daher würde ich von hier erstmal gucken. Dann sehe ich da hinten einen Hügel mit Windrädern, auch wenn die Grafik bei mir nicht so weit lädt, und eine Stadt. Das heißt, ich denke, das hier wird unser Haus sein. Jetzt brauchen wir einen Startpunkt. Dafür nehmen wir einfach das hier. Und beim ersten Punkt können wir ja noch quasi direkt dahin. Da müssen wir nicht von irgendwo hin. Und ihr seht schon, auch heute benutze ich für die Story den Proto Lucky One. Einfach, um ein bisschen in die Fahrweise von der Karre reinzukommen, weil ich finde, der macht sich echt nicht übel. Der kann was, der Wagen. Und mit der neuen Community-Folie sieht der natürlich auch echt geil aus. Da, hier nochmal in Kompletto. Okay. Hier lang, hier lang. Das Haus, tatsächlich, war richtig. Okay, Schritt 1. Schritt 2, der Autohändler. Da sie zum Wohl ihrer hübschen Tochter umziehen wollte, suchte sie sich eine Arbeit bei einem Autohändler in Santa Barbara. Weniger Krach, mehr Autos. Da sie mir nicht erlaubte, Fahrerin oder Mechanikerin zu werden, dachte ich, ich könnte Autohändlerin werden. Mit einem beliebigen Landfahrzeug vom Raceway zum Autohändler in Santa Barbara. Dafür müssen wir mal gerade gucken. Wir sehen dieses kirchenähnliche Gebäude im Hintergrund und dann der große Parkplatz relativ prägnant. Santa Barbara ist nördlich von LA. Das dürfte noch gar nicht so weit weg sein. Guck mal hier. Santa Barbara müsste hier sein. Da unten ist LA. Hier ist Santa Barbara. Hier ist unser kirchenähnliches Gebäude relativ offensichtlich. Und das heißt, das hier ist unser Parkplatz und da ist Barbara's Cars, also unser Autohändler. So, jetzt müssen wir mal gerade gucken, wie wir den Startpunkt hier am besten erwischen. Wir sind leicht nördlich von dem Raceway, das heißt, es wird relativ einfach sein, wenn wir hier runterfahren. Upsala, war ich nicht. Nein. Dürfte das ja spätestens hier ab der Straße eigentlich schon zählen, oder? Müssen wir einmal kurz hier rumfahren. Fahren wir einmal kurz hier rein, damit der Start auch zählt. Ah, jetzt zählt's. Okay, dann los. Wir sehen uns in 11 Kilometern. Mal gucken. 3 Minuten 38. Mal gucken, wie lange ich brauche, um da anzukommen. 10 Kilometer ist nicht weit, aber ich meine Offroad-Strecke, ne? Offroad, ja. Nicht Highway halt.
kurvige Straße. So, wir nähern uns dem Ziel. Um genau zu sein, sind wir da. Bei dem Autohändler in Santa Barbara ist das hier. Ups, okay, ich muss gar nicht reinfahren. Das war Schritt 2 nach knapp 2,5 Minuten. Also, 2,5 Minuten Fahrt. Schritt 3, der Burger, das Burger-Restaurant in Santa Monica. Eine alleinerziehende Mutter, die keine Zeit hat und mich trotzdem in den besten Burgerladen in Santa Monica einlädt. Und das Beste war, ich hörte, wie ein Pärchen von seiner Reise nach Japan erzählte und von einer beliebten Automarke namens Nissan. Könnten wir hier was mit Nissan zu tun haben? Okay, das heißt, wir müssen jetzt von hier zum Burger-Restaurant in Santa Monica. Da sehen wir auf jeden Fall den Strand. Wir sehen eine kleine dreieckige Grünfläche. Nordwestlich von Los Angeles. Das sieht eher aus, als wäre es in Los Angeles, aber okay. Ja, kleiner Burgerladen. Wir müssen mal gerade gucken, wo das ist. Santa Monica. Santa Monica Pier ist doch Teil von Los Angeles. Stand da gerade nordwestlich von Los Angeles? Okay, Moment. Müssen wir uns hier mal gerade an den Häusern orientieren. Ja, der Nebel ist natürlich wieder super geil. Wir haben den Strand gesehen, das heißt, wir müssen mal gerade gucken, ob wir hier irgendwo eine dreieckige Grünfläche erkennen können, die der ähnelt, die wir gesehen haben. Wow, Alter, was ist das denn hier? Nicht am Highway, sondern hier irgendwo wahrscheinlich. Na, guck mal hier, dreieckige Grünfläche, direkt am Strand. Und da ist ein Burgerladen. Hihihihi, das geht doch. Okay, ein bisschen lang hat es gedauert, aber es ging. Okay, aber nordwestlich von Los Angeles? Bin ich ja doch etwas überrascht. Egal. Santa Monica gehört doch zu L.A. Sehr komisch. Okay, dann sehen wir uns in 5 Kilometern. Hör mal, die Story ist ja bis jetzt, ist das ja echt kurz, die Fahrtstrecken, ne? Aber das kommt mir natürlich zugute. So, Ankunft in L.A. bei tiefstem Nebel. Wir fahren hier einmal raus. Und da vorne links. Und hier ist unser Burger-Restaurant. Sehr gut. Schritt 4. Der Hafen. Das geht flott. Ein asiatisches Auto. Im Hafen von San Francisco wurde das neue Modell verschifft, das in Japan Fair Lady, also schöne Frau, heißt. Wie der Film My Fair Lady. Ich war Mamas schöne Tochter. Leider wurde der Wagen in den USA in 300 ZX umbenannt. Schade. Also es geht um Fair Lady anscheinend. Bladadadada. Nahe eines Krans im Container Park im Nordosten von San Francisco. Okay, wir sehen die Golden Gate Bridge, das macht es auf jeden Fall leichter. Wir sehen diese Flusseinmündung quasi und den gelben dicken Kran. Und da ist so ein kleines Häuschen direkt davor. Das kriegen wir hin. Wir gucken Richtung Golden Gate Bridge, das ist einfach. Wenn man so ein sehr prägnantes, um nicht zu sagen einmaliges Merkmal hat, macht das immer alles einfacher. Hier ist die Golden Gate Bridge. Das weiß ich. Hier ist der Hafen irgendwo, wo wir gucken müssen. Jetzt ist natürlich scheiße, dass wir hier ein bisschen wieder viel Nebel haben, um nicht zu sagen, alles komplett zugenebelt ist. Hier sind so Flusseinmündungen, aber ich sehe nichts. Oh ja, das sieht dem ähnlich. Also wenn wir uns jetzt mal vorstellen, hier ist der gelbe Kran, das ist die Flusseinmündung und da hinten ist die Golden Gate Bridge. Dann könnte es das hier sein. Ich kann es halt nicht genau sehen, leider. Weil wieder die Grafik hier rückspielt. Aber da hinten ist die Golden Gate Bridge. Also doch, ich denke hier dieses kleine Häuschen, das ist das. Der Coffeeshop da, der da markiert ist. Okay, da müssen wir jetzt ausprobieren. Leider kann ich es nicht genauer sehen. Schritt 4 nach 10 Minuten. Hör mal, heute ist die Story geht echt schnell. Aber, wie gesagt, das ist ja auch was Gutes. Gucken wir mal, 23 Kilometer, damit die erste etwas längere Fahrtstrecke. Aber auch eigentlich 23 Kilometer, vollkommen akzeptabel. Dann sehen wir uns, sobald ich nordöstlich von San Francisco in dem Containerhafen angekommen bin, wo wir uns dann hoffentlich unseren Nissan Fair Lady besorgen können. Fun Fact, für die, die schon wissen, was für ein Auto es ist, ich weiß es auch. Bisschen bin ich hier gerade rumgeirrt, weil ich nicht genau wusste, wo ich hier hin muss. Aber wenn ich mich nicht geirrt habe in dem Nebel gerade eben, dann sind wir jetzt da. Und das sind wir auch. Und deshalb zeige ich das jetzt nochmal auf der Map, um zu zeigen, dass wir hier richtig sind, okay?
Aber mir ist gerade auch aufgefallen, dass ich gerade eben die Punkte gar nicht gezeigt habe. Ich lese jetzt einmal der Staudamm. Wie bringe ich meine Mutter dazu, ihren Chef im Autohaus zu überreden, mich einzustellen und in dieses Auto zu investieren? Als ich ihn den 300 ZX auf dem Staudamm am Lake Shasta testen ließ, war er begeistert. Das rührende 6-Zylinder Twin Turbos hatte es geschafft. Sieht auch gut aus, was? Staudamm des Lake Shasta, nördlich San Francisco. Okay, wir gehen jetzt einmal noch gerade durch, wo wir waren, okay? Wir haben angefangen bei der Rennstrecke hier. Mazda Raceway, bla bla bla. Und zwar hier im Norden, ja, der Punkt hier. Das war unser Punkt, hier oben an der Straße. Dann sind wir runtergefahren nach Santa Monica, hier auf die Kreuzung. Von da aus nach L.A., da sehen wir jetzt den Startpunkt noch, relativ nah beim For a Few Donuts More Rennen. Und zwar hier, da ist unser Punkt, sehen wir ganz gut. Und von da aus sind wir jetzt hochgefahren nach L.A., und zwar L.A., nach San Francisco, und zwar hier rechts vom Fluss auf diesen Pier. Ja? Okay. Gut, und jetzt brauchen wir den Staudamm nördlich von San Francisco. Staudamm bedeutet immer irgendwas in Richtung, ja, Lake Shasta, da ist er. Okay, blöde Frage, markieren wir uns schon mal. Das hat nicht funktioniert. Straße nicht getroffen, okay. Und dann einmal von Norden, damit ihr es seht. Hier gibt es quasi über San Francisco diesen Fluss. Da ist ein Staudamm, ein See, ein See und da ein Damm und Punkt, Punkt, Punkt. Und da müsst ihr hin. Okay, das einfach nur, um die letzten Punkte nochmal kurz zu rekapitulieren, damit ihr wisst, wo ihr hin müsst. Okay, und dann fahre ich jetzt die nächsten 11 Kilometer einfach in Ruhe vor mich hin. Ich wundere mich allerdings tatsächlich, wir haben hier sehr kurze Fahrtstrecken. Ich könnte mir vorstellen, dass gegen Ende da nochmal echt was Langes kommt. Aber das sehen wir uns dann gleich an. Nachdem ich mich nochmal dick verfahren habe, sind wir jetzt, glaube ich, da. Aber ich habe mich auch nur verfahren, weil ich wieder Offroad abkürzen wollte. Das war also quasi mein Fehler. Und der Staudamm, das war richtig. Gut, dann Schritt 6, das Autohaus in Vegas. Und ich liebe solche Bilder wie das da drüben. Es ist so einfach. Ey, wir sehen so prägnante Dinge. Diese Scheißpyramide gibt es nur einmal im Spiel. Dementsprechend absolut einfach. Ich muss mir gar nicht mehr ansehen. Ich weiß, die Pyramide und das goldene Haus, fertig. Davor suchen wir ein Autohaus. Jetzt habe ich natürlich den Text nicht gelesen. Das müssen wir dann gleich noch schnell machen. Aber diesmal gucken wir uns dann einfach erst den Wegpunkt an. Die Pyramide befindet sich hier im Süden von Las Vegas. Tatsächlich hier. Wir wissen, das goldene Gebäude war rechts davon. Dementsprechend wissen wir, das Vegas Autohaus. Tada! Ey, viel einfacher geht's halt wirklich nicht. Okay, jetzt gucken wir uns noch schnell die Geschichte an, bevor ich hier vergesse zu lesen. Okay, das Autohaus. Ich konnte die Leute vom Motor, dem Design und sogar von dem wunderbaren Scheinwerfern überzeugen. Aus dem kleinen, unsicheren Mädchen war jetzt eine stolze, selbstbewusste Frau geworden. Schließlich leitete ich ein neues Autohaus in Las Vegas. Also das ist quasi das Autohaus von der Frau, deren Geschichte wir hier verfolgen. Interessant. Sehr interessant. Okay, ja. Wegpunkt hatten wir schon, dann können wir los. Ich muss übrigens sagen, dass ich es echt cool gemacht finde, dass hier eine Geschichte erzählt wird, die sich, ja, so wie es aussieht, zumindest in Teilen, von der echten Geschichte ableitet. Ne? Also das Auto wurde anscheinend ja von Fair Lady in, was war es, 300 ZX umbenannt. Das finde ich schon cool, dass man sowas hier erfährt, weil hätte ich jetzt nicht gewusst. Okay, wir müssen den Startpunkt erstmal finden. Wir sehen, der Startpunkt ist nicht grün markiert. Dementsprechend fliegen wir hier ein Stückchen nach Norden. Einfach mal irgendwo hier hin. Eigentlich hätte ich hier nicht fliegen müssen, ne? Hier ist ja überall Straße. Gucken mal, ob uns hier... Ja, okay, hier wird auch der Startpunkt gewertet. Also einfach nach Norden hier wegfahren, funktioniert. Dann wird der Startpunkt gewertet und von hier aus habe ich jetzt einiges zu tun. Ich muss 43 Kilometer fahren. Ich habe ja gesagt, da kommt auf jeden Fall noch was Dickeres. Also muss ich mich jetzt etwas hier beschäftigen. Das muss euch aber nichts angehen. Oh ja, schön, Bäume. Das wird für euch nicht besonders spannend. Von daher seht ihr mich wieder in ungefähr 3 Sekunden, wenn ich dann hier diese 40 Kilometer abgefahren habe. Bis gleich. So, biegen wir einmal links ab. War nicht die beste Idee, glaube ich. Hier ist doch Wohnsiedlung. Oh, scheiße. Aber da hinten war das goldene Haus und die Pyramide. Von
daher ist es jetzt nicht mehr weit. Wir ziehen hier einfach mal ein bisschen durch. Au, Baum, Auto, nein. Ist hier Straße? Darf ich hier auf die Straße? Dankeschön. Au. Okay. Aber wir sind da. Gott sei Dank. Fast eingeparkt jetzt. Okay, Schritt 7. Die Rennstrecke. Okay, Laguna Seca bin ich nie gefahren, aber natürlich auf der Golden Hills Rennstrecke südlich von Vegas. Dort habe ich den Kunden die Vorteile der 4 Laufrichtungsreifen gezeigt. Die Strecke war schließlich für ein junges amerikanisches Mädchen mit asiatischen Wurzeln ideal. Okay, warum auch immer. Aber gut, zum Eingang Golden Hills Rennstrecke südlich von Vegas. Müssen nur zum richtigen Eingang fahren. Wir sehen ganz im Hintergrund wieder Windräder und wir sehen da hinten diese Kurve mit dem roten Innenbereich. Wir sehen einen großen Parkplatz und dieses Speedway-Schild am Haus. Südlich von Vegas Golden Hills Rennstrecke. Das ist wieder wahrscheinlich sehr nah dran. Verrückt. Okay, nicht ganz nah dran. Jetzt brauchen wir nur den richtigen Eingang. Und ich würde mal wetten, das ist entweder der hier. Der ist es nicht. Sieht man. Es ist der hier hinten. Und das mit der Begründung. Wir sehen hinten die Kurve mit dem roten Innenbereich. Wir sehen das Speedway-Schild. Wir sehen gerade nicht die Windräder hinten. Aber das liegt, glaube ich, einfach an der Grafik. Wenn wir jetzt hier ein Stück rausgehen. Ein Stück nach vorne. Und ein Stück nach vorne. Da sind Windräder, seht ihr? Also sind wir hier ganz richtig. Da müssen wir hin. Okay. Sollte passen. Also der südliche Eingang zur Golden Hills Rennstrecke. Und für die, die jetzt nochmal wissen wollen, wo hier genau in Vegas das ist, ganz unten links. Von oben aus gesehen, links von der Pyramide. Ja, da müsst ihr hin. Und jetzt fahre ich von hier aus 10 Kilometer bis zur Rennstrecke. Aber hey, 35 Minuten, wir sind trotzdem echt schnell. Es geht viel schneller als sonst für eine lange Story. Zumindest von der Fahrweise her. Das Video wird ungefähr gleich lang, weil ich da die Fahrzeiten ja sowieso rausschneide und das Gelaber bei 12 Schritten nun mal immer ungefähr gleich lang ist. Aber damit es nicht zu lang wird, halte ich jetzt wieder die Fresse. Bis gleich. Okay, wir nähern uns dem Ziel. Allerdings von der anderen Seite, quasi durch die Strecke durch, wie ich das hier sehe. Hat auch was für sich. Sieht auf jeden Fall cool aus. Jetzt müssen wir nur gucken. Ja, hier ist eine Flucht. Das heißt, wir fahren hier einmal quasi einmal bitte so dran vorbei, damit wir die nicht auslösen. Und dann hier zum Eingang. Tada! Oh, verdammt. Wir müssen schon drin sein, oder? Oder zumindest am Eingang. Okay, das haben wir. Ging schnell. Schritt 8 ist die Salzwüste. Ja, das kann ja nicht so schwer sein. Nachdem der 300ZX die 24 Stunden von Daytona in der GTS-Klasse gewonnen hatte, fuhr ich Viertelmeilenrennen in der Salzwüste nördlich von Vegas. War Mama stolz auf mich? Sie sagte nur, ich hätte zu viel Benzin verschwendet. Verdammt. Okay. In weißen Zelten in der Bonneville Salzwüste. Weiße Zelte mit roten Fahnen. Das kann ja nun wirklich nicht so schwer sein, oder? Zack, direkt über Las Vegas ist die Salzwüste. Bonneville, Salzwüste. Und jetzt brauchen wir hier die Zelte. Und wenn wir jetzt mal gucken, was hier Fahrzeuge sind, bla bla bla. Das sieht nicht richtig aus. Jetzt ist natürlich das Problem. Ah, da hinten, da ist es gefunden. Hier sind nämlich diese roten Zeltteile mit drin. Und das heißt, hier müssen wir hin. Okay, das markiere ich euch jetzt einmal hier. Mir markiere ich das. Und dann gucken wir mal von Norden drauf. Das ist quasi, wenn wir hier in die Salzwüste fahren, von der Autobahn ab direkt hier an der Ecke. Also wirklich sehr einfach zu finden von Vegas aus. Okay, und da müssen wir jetzt hin. Also, von wo aus müssen wir fahren? Von Las Vegas. Okay, merkt euch das. Guckt da immer drauf, von wo ihr fahren müsst. Steht hier über mir. Der graue Punkt begibt dich von Las Vegas aus dahin. Das heißt, das hier alles wäre jetzt umsonst gefahren, weil ich kann auch einfach hier oben
waschen und frisieren, das Drag Race nehmen, was am Rand von Las Vegas ist, teleportiere mich dahin. Und der Punkt ist grün. Und damit habe ich mir jetzt diverse Kilometer gespart. Ich habe jetzt gerade gar nicht hingeguckt, wie viele Kilometer das jetzt weniger sind. Jetzt muss ich noch 5 Kilometer fahren. Also deutlich, deutlich weniger. Und ich muss jetzt quasi hier nur noch auf die Autobahn fahren. Sehen wir mal. Ja, hier sind wir drauf. Und von hier aus sind es 4 Kilometer. Und jetzt werdet ihr den kürzesten Zeitsprung der Welt sehen. Guckt einmal oben auf die Zeit. Mal gucken, also der Welt. Den kürzesten Zeitsprung in der Storyline. Guckt hin. Seht ihr? Waren knapp 20 Sekunden. Und nach 20 Sekunden den nächsten Punkt eingelöst. Also ihr seht, es ist sehr viel einfacher, wenn man hin und wieder einfach nur genau hinguckt. Oh, guck mal, hier ist dieses Wüstenrennteil. Wieso kann man das nicht kriegen? Das wäre cool. Okay, Schritt 9. Motel in St. George. Mama hatte recht. Um unseren Planeten zu schützen, interessierte ich mich nun für Kraftstoffsparen. Ich fuhr mit meinem 300ZX nach Texas, um an einer Konferenz teilzunehmen. Wie weit würde ich mit einer Tankfüllung kommen? Nicht weiter als bis zu einem Motel in St. George. Okay, also von hier aus, von Las Vegas müssen wir fahren und wir haben es bis mit einer Tankfüllung bis zum Motel in St. George geschafft. Jetzt gucken wir erstmal, wo das Motel ist. Wir sehen im Hintergrund die Weiße Kirche, Hauptstraße St. George. Ist weit im Osten von Vegas, also wir werden wahrscheinlich wieder ein bisschen länger fahren müssen. Aber ich glaube, zu finden wird das trotzdem ziemlich leicht. So, wir gucken einmal Las Vegas. Gehen von da aus weit in den Osten und wir sehen, ist das St. George? Ja, also wirklich gerade von Las Vegas hier rüber finden wir St. George. Falls ihr es nicht findet, bei der Radarfalle St. George, bei dem Rennen von St. George nach Jackson Hole oder Canyon Special und Stage 4 West, das ist St. George. Jetzt gucken wir einmal, wir sehen die Weiße Kirche. Das war ein Stück weiter hier rüber. Ungefähr der Blickwinkel und das hier ist unser Motel. Also Wegpunkt setzen. Da ist unser Anblick. Und von Norden betrachtet, hier, so müssen wir fahren. St. George. Tada! Okay, und jetzt kommt wieder der Punkt. Wir stehen ja jetzt 5 Kilometer knapp von Las Vegas weg. Ich will dieses Teil immer noch haben. Und wir müssen, nee, tatsächlich müssen wir diesmal von der Salzwüste aus dahin. Also stehen wir richtig. Diesmal müssen wir uns nicht teleportieren. Ich dachte kurz, da hätte gestanden von Las Vegas aus. Aber gut. So, und für alle, die es nicht wissen, hier jetzt auf der Straße zu fahren, ist erstmal unnötig, solange wir noch in der Salzwüste sind. Weil in der Salzwüste verliert ihr keinen Speed. Da könnt ihr mit Hypercars auch durch die Wüste fahren. Müsst allerdings dann natürlich am Ende trotzdem hier auf den kleinen Weg. Also bleibt in der Nähe. So, dann sehen wir uns in 30 Kilometern. Bis gleich. So, wir nähern uns St. George. Ich habe schon wieder so gesagt, ich hasse mich. Okay, also wir sind da. Und, nein, wo ist das Motel, wo ist das Motel? Da ist das Motel, okay. Einmal Pause, wieder raus, dann bricht das ab. Und wir sind beim Motel. Fertig. Schritt Nummer 10 nach 48 Minuten wird doch wieder über eine Stunde. Die nächste Tankfüllung brachte mich nur bis zu einer Kirche in Santa Fe. Als ich mein Auto auftankte, hörte ich einen 300ZX ankommen. Das herrliche Röhren des Sechszylinder-Twin-Turbos. Es ist kaum zu glauben, aber es war der Pastor mit seinem Auto. Okay, Kirche in Santa Fe sollte nicht so schwer zu finden sein. Santa Fe ist weit im Osten von Las Vegas. Nee, das war St. George. Wo ist Santa Fe? Gucken wir mal. Müsste ja ungefähr genauso weit sein. Hier unten. Da ist Santa Fe. Also südöstlich von da, wo wir sind. Gibt eigentlich nur eine Straße, die dahin führt. Dafür, wenn wir dann da sind. Santa Fe, einmal abchecken. Da ist eine Kirche. Ja, da ist es. Also, ne, solche Sachen sind halt einfach. Zack. Direkt bei dem Rennen. Strange Case of 1950. Genau daneben ist die Kirche, wo es startet. Okay. Dann muss ich da jetzt hin. 10 Minuten noch, bis die Stunde voll ist. Und wir haben noch 3 Schritte, ne? 10, 11 und 12. Ja gut, 20 Kilometer. Mal gucken, ob ich zumindest den Schritt noch vor der Stunde beendet kriege. Ich denke aber schon. Entweder ich habe es geschafft innerhalb von 4 Minuten oder ich habe über eine Stunde gebraucht und bin deshalb jetzt hier.
Das überlasse ich jetzt ganz eurem Vorstellungsvermögen. Das müsst ihr entscheiden. Okay. Jedenfalls haben wir den Schritt abgeschlossen. Damit sind wir bei dem vorletzten Schritt, Schritt 11, der Wolkenkratzer in Dallas. Als ich das Stadtzentrum von Dallas erreichte, hatte ich Daten zum Kraftstoffverbrauch von beiden 300 ZX. Ja, der Pastor war mir gefolgt. Während Nissan mehr und mehr Marktanteile gegenüber amerikanischen Herstellern gewann, verbrachte ich mein Leben mit ihm. Oh, sie hat den Pastor geheiratet. Das ist süß. Okay, Wolkenkratzer in Dallas. Das sollte nicht so schwer zu finden sein. Mal gucken. Also, vielleicht kommen wir immerhin beim letzten Schritt an, bevor die Stunde um ist. Oh, guck mal, da ist Toasty. Hallo, Toasty. Im Übrigen, Toasty ist derjenige, der dem ihr zu verdanken habt, dass wir schon Settings haben für die Karre. Das sind tatsächlich von Toasty selbst gemachte, soweit ich weiß. Das heißt, da dürfen wir uns jetzt nicht drauf verlassen, dass das die Nonplusultra-Settings sind. Aber ich werde euch am Ende von dem Video schon Settings für den Wagen einblenden können, den wir hier gewinnen. Damit ihr unter Umständen zumindest schon mal Basis-Settings habt, mit denen Toasty als ein doch durchaus relativ fähiger Fahrer gut fahren kann. Ich selber habe die jetzt noch nicht im Detail getestet, aber ich werde sie euch trotzdem schon einblenden. Weil in der Regel ist alles besser als ohne Settings zu fahren. Von daher, probiert die schon mal aus, guckt mal, ob sie was taugen. In unserem Community-Discord werdet ihr dann auf jeden Fall erfahren, ob das die bleibenden sind oder ob sie sich geändert haben irgendwann. Sprich, wenn ihr im Community-Discord immer mal wieder nachguckt, ob sie sich geändert haben in der nächsten Woche, dann werdet ihr das merken, ob das unsere bleibenden Settings erstmal sind. So, dafür fahre ich jetzt aber erstmal nochmal 22 Kilometer und ich denke, das könnte ich sogar auch immer noch innerhalb von einer Stunde schaffen. Weil ich habe jetzt noch 5 Minuten genau. Für 22 Kilometer, das ist schaffbar, denke ich. Also, mit ein bisschen Glück sehen wir uns beim letzten Schritt in unter einer Stunde. Verrückte Sache. Aber die Strecke ist scheiße dafür. Mal sehen. Ich kann das Zielhochhaus sehen. Sehr nice. Hier muss ich irgendwo rein. Da rein. Ich habe noch eine Minute. Komm schon. Ich will es in unter einer Stunde schaffen, mit Schritt 11 durch zu sein. Das heißt, ich muss jetzt bis zu dem Haus da hinten noch kommen. Das ist natürlich locker schaffbar. Vorausgesetzt, ich habe mir die richtige Seite markiert, aber ich denke, irgendwie schon. Ja, bingo. Schritt 11 durch nach 59 Minuten, sauber. Schritt 12, das Haus im Wald. Ich zog mich in den Wald zurück, nördlich von New Orleans. Völlige Ruhe. Mama lässt mich nicht mehr mit meinem 300 ZX fahren. Ja, mit dem von 1995, mein Geburtsjahr. Aber Schluss mit Pastoren. Der Sechszylinder Twin... Hä, wieso mit Pastoren? Hat sie mit ihm Schluss gemacht? Okay, der Sechszylinder Twin Turbo verdient es, gefahren zu werden. Okay, warum kriege ich denn nur einen, wenn der Pastor auch einen hatte? Na gut. Wie auch immer. Wir müssen also zu diesem Haus im Wald Norden von New Orleans. Wir sehen New Orleans wahrscheinlich sogar im Hintergrund. Wir sehen die Sümpfe. Das wird nicht einfach. Das wird vielleicht nochmal schwer. Wir sehen die Arena da hinten in der Stadt. Das könnte helfen. Und da sind drei Häuser auf der einen Straßenseite, ein Haus auf der anderen. Okay. Norden von New Orleans. Das heißt, erstmal suchen wir uns New Orleans. Das ist hier, direkt rechts von Dallas. Und dann gucken wir mal im Norden davon, sodass wir hier rüber gucken. Da ist die Arena, das funktioniert schon mal ganz gut. Jetzt müssen wir mal gerade gucken, dass wir hier eine entsprechende Straße finden. Aber da gibt es ja Zehntausende. Das könnte schon die Straße sein, um die es geht, oder? Nein, das ist auch keine vierspurige. Ist was Kleineres? Aber auch Asphaltstraße? Nein, hier nicht. Das hier ist doch alles Autobahn. Das ist doch viel zu dick. Das war doch keine Autobahn. Da ist ein Feld links dahinter. Das kann das nicht sein. Und wir gucken quasi, links und rechts ist Wasser und in der Mitte ist so eine Insel. Wir sind hier nicht richtig. Ich glaube, wir suchen sowas wie diesen Arm hier. Sowas hier. Aha. Also das ist es. Ganz einfach. Hätte man ein bisschen genauer hinguckt, hätte man es gesehen. Wir sehen die Arena oben rechts. Wir sehen hier oben über uns diesen Bohrturm. Der war auf dem Originalbild auch. Und wir sehen direkt hier diesen Arm quasi. Und rechts und links Wasser. Das sind die Häuser, die wir gesucht haben. Von Norden aus gesehen, damit ihr es euch abgucken könnt, genau hier über dieser Einbuchtung bei New Orleans. Sehr, sehr leicht zu finden, wenn man weiß, wo man suchen muss. Ich habe also wieder erst falsch gesucht. Das war der Fehler.
Okay. Dann würde ich sagen, 20 Kilometer zum Abschluss. Hat jetzt leider wieder über eine Stunde gedauert, aber trotzdem für eine lange Story noch relativ kurz. Da sind wir, meine Lieben, da sind wir. Und jetzt werden wir den Proto-Lucky One in sehr coolem Stil sehen. Warum steht denn vor dem Haus, wo wir ankommen müssen, so eine weiße Scheißkarre, sag mal? Gehört doch bestimmt dem Pastor. So, das heißt, in dieser Garage hier wird wohl unser Auto stehen. Ich fahre jetzt extra den Zaun mal um. Liegt jetzt halb auf meinem Dach. Das sieht bestimmt jetzt sehr, sehr gut aus. Oh nein. Ich kann das hier gar nicht aktivieren. Ich nehme den Zaun mal mit vor die Tür. So ungefähr. Aber die Garage war's. Nice. Sehr cool. So haben also Autos ausgesehen, die modern waren, als ich geboren wurde. Nissan 300 ZX alias Fairlady, wie wir ja gelernt haben. Sehr, sehr cool. Okay, den müssen wir uns jetzt natürlich noch angucken. Ne? Ich habe ja Profi-Settings für euch und wir wollen den ja auch. Ich will den ja auch tunen. Beim Tunen werde ich euch ganz ehrlich, das zeige ich euch gar nicht erst, weil es wäre eh langweilig. Stattdessen machen wir es so, dass ich mir den tune und dann sehen wir uns wieder. So, meine Lieben, und hier ist er nun knapp 10 Minuten später in der getunten Variante. Ich habe jetzt mal einfach eine Folie aus den Top 100 draufgepackt. Wir haben bis jetzt noch keine Community-Folie, das wird sich aber höchstwahrscheinlich noch ändern. Ihr seht, aus der Karre kann man einen sehr coolen Tuner machen. Absolut zugeklatscht mit übertriebenen Farben und Mustern, aber es kommt halt echt geil. Ne? Also ich habe das Nitro direkt noch mit draufgepackt, farblich, alles irgendwie angepasst auf dieses lilane. Und es kommt mega geil. Der Wagen sieht echt klasse aus und den werden wir auch heute noch benutzen in einem zweiten Video. Bevor ich jetzt Schluss mache, muss ich allerdings noch eine Sache sagen. Und zwar habe ich ja kürzlich die 7000 Abonnenten geknackt auf YouTube. Erstmal Kuss geht raus dafür. Viel zu geil, war vor allen Dingen ein sehr, sehr cooles Geburtstagsgeschenk. Ja, in der Tat, wir haben, glaube ich, genau an meinem Geburtstag die 7000 Abonnenten geknackt. Und ich habe beschlossen, ein paar Sachen zu ändern. Und zwar werde ich zum einen, habe ich schon mit Maddie gesprochen, meiner Freundin, die aktuell, ihr werdet sehen, wenn ihr auf dem Kanal guckt, die Titelbilder für die Videos macht. Das heißt, wir haben neue, bessere Titelbilder, weil ich die nicht mehr selber mache, weil ich in sowas absolut nicht gut bin. Ich bin unkreativ und schlecht in sowas. Das macht Maddie jetzt im Moment, keine Ahnung für wie lange, aber dadurch haben wir jetzt erstmal auf jeden Fall ein bisschen coolere Thumbnail-Bilder für den Anfang. Und ich habe beschlossen, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen für eine Sache, die mich an den YouTube-Videos schon eine ganze Weile stört. Und hoffe, euch die bis nächste Woche präsentieren zu können. Also ich hoffe tatsächlich, nächste Woche im Summit-Video das schon benutzen zu können. Dann werdet ihr es auf jeden Fall sehen und ich glaube, es wird euch auch so auffallen. Aber ich bin mal gespannt. Aber ich wollte das ankündigen, einfach weil ich ein Arschloch bin und eher ja neugierig werden soll. Zumindest die von euch, die es überhaupt ein bisschen interessiert. Und deshalb warten wir mal drauf, ob und wie das klappt, nächsten Mittwoch oder vielleicht den Mittwoch danach euch was Neues präsentieren zu können. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Reinschauen. Schreibt, wie gesagt, gerne eure Zeit in die Kommentare. Und wir sehen uns zur nächsten Lucky Guy Story. Und zwar in ein paar Minuten. Okay, wait, Moment. Ich habe Aufnahme ausgedrückt und habe was vergessen. Ich wollte euch ja noch was zeigen. Ich habe jetzt schon Teile aufs Auto draufgepackt. Aber ich hatte euch versprochen, ich zeige euch Toasties Profi-Settings. Und das sind sie. Ich habe sie da, das sind sie. Sonst sind die immer links von mir. Ich habe euch das noch nie gesagt, glaube ich, oder nicht im Detail. Normalerweise kommen die Profi-Settings von Sander, der die wiederum findet bei anderen und mir die schickt und wir probieren die dann aus. Diese hier habe ich in der Tat noch nicht ausprobiert. Dementsprechend kann ich da nicht viel zu sagen, außer dass Toasty die wohl selber gemacht hat, soweit ich weiß. Das heißt, einer aus der Community hat die gemacht und ich weiß noch nicht, ob es die bleibenden sind. Wenn die sich ändern sollten, werdet ihr es im Community-Discord sehen, weil dann werde ich die da austauschen. Aber das sind jetzt vorläufige Settings, mit denen wir jetzt erstmal fahren werden. Jetzt wünsche ich euch aber einen schönen Tag und wer noch reinguckt, gleich kommt das Video zur Lucky Guy Story.